Leute, willkommen zu Game Inc. mit Dima und mir. Und wir spielen Nitro Plus irgendwas, Japano. Nitro Plus X Shit, es hat einen Namen, aber ganz ehrlich, wenn der Name nicht mal im Hauptmenü steht, dann... Dann kann er nicht so wichtig sein. Ich glaube auch. Und in diesem Spiel ist es auch nicht so wichtig, denn es ist ein Mashup von all diesen Japano-Charakteren von Hyperdimension Neptunia, diesen ganzen Anime-Geschisse. Von vorne bis hinten reiner Fanservice, wie ich sehe. Es geht. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Über das Fehlen von irgendwelchen Softcore-Bildern? Ja, es sind jetzt nicht so... Alter, okay, gewonnen. Hammer Time. Mora, Color. Okay. Ah, Farben sind schon freigespielt, das heißt, ich muss gar nicht... Keine Ahnung. Ist das eine Aubergine, in der sie drin ist, oder was? Ist das ein Auberginen-Cosplay? Ja. Genehmigt. So. Okay, und die andere ist die entweder die Office-Frau oder die Bärchen-Cosplayerin. Eine Cosplayerin haben wir schon, also nehmen wir Office-Frau. Serious Business. Diese Combo ist nur Bullshit. Tittenbrüste kämpfen. Die 3 Frames Jiggle hätten sie sich auch sparen können, mal ganz ehrlich. Ja, das war so. Hoch. Jiggle. So, ich will meine Jiggles entweder mit Physics oder gar nichts. Ja. Okay, guten Tag, Sprites. Aber es ist so richtig schön SNK-Style, ne? Ja, okay, man sprintet und. Ah, verstehe. Das ist. Hau. Ich weiß nicht, ob es nicht so ein Mortal Kombat-Ding ist. Aha, und das ist was genau? Schild? Okay. Es gibt hier doch bestimmt so ein geiles System, oder naja, wer weiß. Aber es ist. Es wird bestimmt irgendein System geben. Und. Oh. Nope. Lustigerweise hier von Saber, da habe ich letztens sogar den Anime mal angefangen. Okay. Ist das Full Metal Alchemist? Vielleicht. Das kann sogar sein, die würde da reinpassen irgendwie. Und der Spezialding ist, deren Waffe sieht man nicht. Und es gibt irgendwie nur so, in diesem Universum gibt es so verschiedene Kämpfertypen. Manche haben Speer, manche haben Schwert, manche fahren Bogen. Ah, okay, und ich sehe es, beziehungsweise ich sehe es nicht, ihre Waffe. Ja, ja, okay. Und dadurch, dass man ihre Waffe nicht sieht, weiß halt keiner, sie einzuschätzen. Und das ist ein bisschen die Special das Ability. Das ist voll cheap, Mann. Das ist hier nicht No-Clip, sondern Invisible. Ja, aber halt wirklich... Das ist Cheaten, das ist voll unfair. In Dark Souls 2 gab es ja auch so eine Waffe. Die halt... Oder war das ein Zauber? Ja, ja. Ein Ring oder so, wo du sagen konntest. Da musstest du aber das Spiel... Du konntest linke und rechte Hand unsichtbar machen. Und bei dem einen musst du das Spiel ohne ein Leuchtfeuer zu aktivieren durchspielen. Und das andere ohne... Das war auch sowas total Verrücktes. Okay. Ohne ein Flask oder was? Fuck die Wandern, du kriegst es mein ab. Warm in die Fresse. Tschüss. Breakdown! Gut. Das ist so japanisch. Cannot unseen, würdest du jetzt sagen. Cannot unseen. Japaner. Was tut man nicht alles in Japan? Nur um ein bisschen geil zu werden. Achso. Ja, aber man muss sagen, es sind alles nur so 12-Jährige. Mhm, das ist auch okay in Japan. Ja, ich sag mal so. Ich dachte, als ich das erste Mal gesehen habe, da sind nur dickbrüstige Mädels drin. Aber es sind halt. Es ist mehr so, wie nennt sich das hier? Lolli-Style. Nee, das ist es ja eben nicht. Nichts? Ich weiß es nicht. Du meinst dieses... Oder meinst du... Es gibt ja diese Kinder mit diesen viel zu großen Brüsten. Das ist auch schlimm. Das ist alles sehr schlimm. Ey, manche stehen drauf scheinbar, sonst würde es... Ja, offensichtlich, sonst würde es dieses Spiel nicht geben. Naja, ich meine, die sehen ja... Haben ja normale Proportionen, sag ich mal. Für 12-Jährige? Ja. Oh Gott. Oh, was tue ich hier? Oh, bitte. Warum habe ich ausgerechnet die mit dem dicksten Hammer genommen? Das ist doch voll... Ich hätte die mit dem dicksten Hupen genommen. Aber das ist... Ich wollte nur ein bisschen Hammer-Time. Ich wollte nicht ins Gefängnis. Und bin ich dann noch wieder reingeraten?
ja. Es ist ja, die ist so das Äquivalent zu Cammy. Oh shit, finde ich. Alter. Das aber war's. Der ist ganz geil. Das war's. Das ist dann so ein richtig Anime-Ding. Ja, das ist okay. Wie mache ich so einen Scheiß? Kann ich das auch? Oh, bestimmt. Warte. Command List ist dein Freund. Ach ja, stimmt. Command List. Warum vergesse ich sowas immer? Klar. Weiß ich nicht, weil du nur ein einziges Spiel spielst, wo du alles schon weißt. Naja. Man lernt nicht aus, okay? Was passiert da ich jetzt? Ich bin mir nicht so ganz sicher, wenn ich aber das ist schon echt eine fiese Nummer. Ja. Weil das halt. In die Luft mit dir. Fläche mal. Ab in die Luft. Verfickt. Moment, kurz Command List. So, Unique Move Special. Guck mal, du kannst Sledgehammer machen, Dead Rising. A, B, oh, okay, das ist alles egal, welchen Knopf ich drücke. So, A, B oder C. Ja, mach einfach irgendwas. So. Halbkreis und go nuts. Child's Play. Aber ich meine, gut, seien wir mal ehrlich, die Story in Kampfspielen ist meistens nicht besser als das. Hey, drück mal nicht weg, ich will lesen. Genau. Boom. Ah. No. Ah, yeah. Ja, das ist Alter. Mein Special. Und der hat verfehlt. Okay. Aber so, ich hab noch mal welche. Guck mal, das zieht aber nur eine Bar von meiner Leiste. Das ist nicht der Hardcore-Special gewesen. Doch, das ist er. Zack, zack. Geil. Bam. Na, du kannst aber noch den, wo alles in dieser Anime-Optik ist. Ja, das ist aber schon mal nicht schlecht. Den nehme ich auch, ganz ehrlich. Ich muss nur einmal treffen, bitte. Lass mich treffen. Geil. Oh. Schön den Light-Angriff genommen, weil der Heavy zu viele Frames gehabt hätte und da hätte sie mich in der Animation. Nein, echt. Das ist auch bei Street Fighter so, deswegen chippst du die am Ende mit deinen Billow-Punches, damit sie keine Chance haben, während du ausholst, noch einen Treffer reinzulanden. Ich block jetzt hier. Ich bleib jetzt stehen und blocke jeden Scheiß so. Dann verballert sie ihre ganzen Super-Moves. Egal. Oh fuck, den hab ich vergessen. Egal, blocken, 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 blocken. So. Du konntest einigermaßen was. Alter! So, warte, jetzt kommt meine unnütze Special-Fee. Oh, fick. Die unnütze Special. Fick, ich muss da durch. Lass mich da durch. Das ist echt so ein bisschen. Die hat halt ordentlich auf. So Range. Ja, das ist so wie Hadoken. Du spammst die. Die sind aber sehr schnell. Das ist ein bisschen doof, dass sie so schnell sind. Tropf, tropf. Probier mal, ob du was ausrichten kannst. Jetzt lass mal der Meister ran. Sehr vorsichtig. Okay. Dann lass mal. Lass die Brüste wackeln. Welche. Lassen wir das. Oh, weia. Alter, hast du das gesehen? Das war schon vorzüglichst. Aber dieses Special-Ding ist völlig für den Arsch. Ja. Seien wir ehrlich, das ist ja nochmal irgendwie ganz nice, weil sie irgendwie mehrmals trifft und so. Cool, du nimmst auch. Das hab ich irgendwie vernachlässigt, aber gut. I approve this message. Ah. Jetzt fängt sie auf einmal an mit ihrer Kacke. Macht lieber schnell. Finish, genau, danke. Shazam! First try! Gut, gut. Und du hattest sogar noch deine Specials wieder aufgeladen. Ich sag Bescheid, wenn die wieder da sind. Alter, okay. Man kann aber hier. Nein, weil ich dumm bin. Blocken. Oh, Alter, was? Das war ja richtig Matrix-Style. Unter Move durchgeblockt. Genau, diese Rolle, du machst eine Rolle wie. Ich glaube, es ist nach vorne und blocken. Vorne und blocken, okay. Also dieser Schild und nach vorne, okay. Ja, den Move jetzt. Hintereinander raushauen. Kriegst du nicht hin? Jetzt kommt's. Okay, ja, nice. Ah, fick. Jetzt ran! An den Mann ran! Blocken, Alter. Blocken, nicht überstürzen, du bist noch nicht fertig. Aber jetzt. Okay. First try. Nice. Okay. Cringe. Wie gelangweilt sie auch guckt. Ja. Hä? Winner! Habe ich halt dabei neben dem Hammer. Satz, strange. Ey, Smartphone
was geht's? Tingelingeling, jetzt kommt Sonico. Hello, yeah, I'm Super Sonico. Ah, sehe ich auch einfach Super Sonico nennen. Ich bin auch Super Jan. Ja, aber gut, Super Mario, keine Ahnung. Nochmal machen. Okay, wir müssen noch das finale Duell. Ja, das müssen wir Alter. Machen. Wie bitte the welcome, Produkt of the Onion Demon. Achso, sie ist der Endboss? Sie konnte man doch auch auswählen, oder nicht? Ja, sie ist der Onion. Warte mal, die haben wir doch eben gerade gehabt. Stimmt, die Schleifchen kommen mir bekannt vor. Ja, deswegen. Aber die ist jetzt die Solarium-Version davon. Ah, okay. So wie Evil Ryu und hier. Evil Ryu! Omi. Ja, guck mal, sie hat noch die ganzen anderen Namen. Alatif Ex Mortis, aka der andere Charakter, nur mit heftigeren Moves. Ja. Alles klar. Na gut. Und sie ist unsichtbar. So wie alle Kampfspiel-Endbosse wird sie wahrscheinlich richtig cheap und unfair und beschissen. Seien wir mal ehrlich, das wird qualvoll. Aber, wer weiß. Alter. Ja. Alter. Typisch Kampfspiel-Endboss, haut richtig rein, ist extrem schnell und, ja, was soll man machen, ey. Was ist das für ein schwarzes Loch, Kacke? What the fuck? Typisch Kampfspiel-Endboss. Warum müssen Kampfspiel-Endbosse so Arschlöcher sein? What the fuck? Vorhersehbar. Jetzt brauchst du ungefähr 2 Stunden, bis du sie knackst und dann kriegst du eine Zwischensequenz mit abwechselnden Sprites. So wie vorher mit einer Textbox. Wir werden niemals erfahren, ob sie 13 werden oder nicht. Ah, Mann, der hätte sitzen können. Alter, frech. Alter, ist ihr einfach egal. Frech und unverschämt. Sehr gut. Wait, ich kann da nicht raus. Aber das hat dir gar nichts abgezogen, oder? Oder doch? Ich weiß auch nicht. Okay. Du hast noch, nee, du hast gar nicht, du hast keinen Blast, aber gleich hast du einen Blast. Sie kann einfach immer abfeuern, ne, irgendwie. Sie hat aber auch... Sie kann einfach immer abfeuern, okay. Schwarzes Loch, Kacke. Oh, weia. Aber dafür lohnt sich's, auch wenn ich jetzt so hart drauf gehe. Finishing Move. Okay, liebe Leute. Alter! Du könntest hier die Endsequenz einfach dahinter schneiden. Was wir nicht geschafft haben, schafft das Internet. Ich hab das gemacht. Hast du genau. Aber das war Nitro Plus X irgendwas. Ja, yeah, das heißt wirklich so, Nitro Plus X. Und ja, ey. So super generic der Name, aber... Es ist okay, sag ich mal. Ja, also aber genau. Wer Fans greifen zu, der Rest spielt Blue. Wenn es günstig in einem Sale ist, ja genau. Ansonsten, ja, Blast Blue. Wer nicht genug bekommen kann von Prüglern, die irgendwann auch sehr... anspruchsvoll werden, wie man sieht. Ich hatte gedacht, sie ist der Endgegner, aber sie ist zu nett. Sie ist einfach nur das Menü. Ja, sie ist das Menü-Girl. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal und bis auf dann. Tschüssen.